Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Herzlich willkommen zum Morgengebet. Ich bin Schwester Katharina und freue mich, mit Ihnen in der Adventszeit morgens zu beten. Wie Sie merken, bin ich eine von 10 Millionen Deutschen, die im Moment erkältet sind. Ich hoffe, dass Sie mich trotzdem verstehen. Heute ist der 13. Ja, Sie wissen schon, jetzt geht wieder die Angst um. Der 13. ist ein Unglückstag. Gott sei Dank kein Freitag. Das wäre doppelte Angst. Da passiert viel, da geht alles schief. Da muss man vorsichtig sein. Am besten im Bett bleiben und warten, bis der Tag vorüber ist. Woher kommt eigentlich unsere Angst vor diesem Tag? Ich habe mal nachgeschaut und viele mehr oder weniger witzige Begründungen gefunden. Die Primzahl 13, nur durch 1 und sich selbst teilbar, gilt bei Christen als Unglückszahl. Sie überschreitet das Dutzend, ist ungerade und sorgt oftmals für Unheil. Beim letzten Abendmahl saßen Jesus und seine 12 Jünger, also insgesamt 13 Personen, zusammen. Einer, Judas Iskariot, verriet ihn später. Im Märchen verflucht die 13. Fee bei Dornröschen das Königskind. Bei Jim Knopf marodieren Piraten unter dem Namen Wilde 13. Im Tarot ist die 13 die Karte der Tod zugeordnet. Und der Teufel hat neben Beelzebub und Satan auch noch den Namen der 13. Treffen nun Unglückstag und Unglückszahl zusammen, braut sich für viele Abergläubische Übles zusammen. Aber ich bin ja nicht abergläubisch, sondern gläubig. Und Sie wahrscheinlich auch, oder? Ich halte es da lieber mit diesem schönen und witzigen Lied von Reinhard May, Ankomme, Freitag, den 13. um 14 Uhr Christine, wo er in seiner Aufregung alles durcheinander bringt und allein der Gedanke, dass der 13. es schon ganz nebenbei alles schiefgehen lässt. Und er ist auf der Polizeiwache. Sein Blick auf den Kalender fällt. Es ist erst der 12. und Donnerstag. Also, ruhig Blut heute. Nicht ein Datum, nicht ein Tag bringt besonderes Unglück, sondern nur die Angst vor dem Unglück. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.